Zappe, Hafen im Frühling. Bist du schuld daran, dass der Frühling erst so spät in Duisburg eingezogen ist? Ja, wir haben den Termin so gelegt und das hat so lange gedauert. Aber jetzt kommt er auf alle Fälle und zwar, ich glaube, am 28. April definitiv. Genau, am 28. April von 12 bis 18 Uhr. Länger nicht? Doch, es könnte länger werden. Okay, jetzt war ich erschrocken. Weil ab 17 Uhr spielt die grandiose kleine große Band Small is Beautiful aus Essen. Die waren hier schon mal und weil es denen so gut gefallen hat, sind sie jetzt wieder dabei. Und die lassen das alles ganz nett ausklingen. Also allein für die lohnt es sich schon, hierher zu kommen. Und wer sich sportlich betätigen will, der kann auch an dem Tag Fahrrad fahren, meine ich gelesen zu haben. Eine große Fahrradtour machen, das wiederholen wir. Das haben wir im letzten Jahr auch schon zu den Frühjahrsateliers gemacht. Die startet im Innenhafen um 11 Uhr und endet hier um 15, 16 Uhr. Also 4-5 Stunden, aber jetzt nicht so auf Speed, sondern nein, wird alles ganz gemütlich gemacht, sodass also auch Familien, Kinder, jeder, der möchte, praktisch mitfahren kann. Das ist eine lange Tour, sind so knappe 30 Kilometer, aber gemacht. Und es werden so alle Hafenbecken hier angetrudelt und abgeradelt. Um zu kontrollieren, ob der Frühling auch überall angekommen ist. Genau. Aber jetzt nochmal zurück, damit wir das jetzt nochmal wiederholen. 28.04.2013, Hafenkult im Parallelhafen Duisburg und den Rest weißt du jetzt von bis? Von bis 12 bis 18 Uhr. Gerne auch länger, weil ab 17 Uhr spielt Small is Beautiful und es gibt jede Menge zu sehen. Wir haben Gäste, die Elisabeth Höller zeigt ein Video, dann haben wir den Martin Schmitz, Konzeptfreude und wir werden auch noch Onkel Stereo hier haben. Die haben ja ihr Ladenlokal im Dell-Viertel. Die haben schöne Dinge, Schallplatten, Bücher. Die werden auch unser Gast sein. Also es gibt jede Menge zu gucken. Und das Ganze kostet keinen Eintritt, ne? Wie immer nichts. Habe ich befürchtet. Aber trotzdem, danke.